Hef! Nein! Mein Freund! Hörst du mich? Ich hab's nochmal vorgelesen, weil ich glaube, ich hab's im letzten Video nicht so richtig gut betont. Nun zeig, wie kampfbereit du wirklich bist, um dein Leben und die Rest zu schützen. Hey! Elina, ich kann ihn nicht bekämpfen. Tef ist... Er war mein Freund. Der Gang hinter uns ist blockiert. Irgendwer muss es doch einen Ausgang geben. Moment mal. Uns muss etwas einfallen. Ich hab's. Vicky! Elina? Was? Dieser Raum ist symmetrisch, bis auf diese Ecke hier. In solchen Gewahren gibt's doch immer irgendwo einen Geheimgang. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wie man ihn öffnet. Hier wird es langsam kritisch. Versuche ihn irgendwie hinzuhalten und überlege... Und überlege, wie man diesen Geheimgang öffnen kann. Alles klar. Du kannst Seth angreifen und ihn dadurch kampfunfähig schlagen. In dieser Zeit ist er auf dem Boden... In der er auf dem Boden liegt, hast du die Chance, Elina einen Ratschlag zu geben, damit sie den Geheimgang öffnen kann. Eris wird Tef nicht töten können. Das glaubst aber auch nur du, Spiel, dass ich ihn nicht töten kann. Ich bin Super Aris und ich kann alles töten, was ich will. Wo hat er eigentlich diesen geilen Spitzhut her? Ich liebe solche Hüte. Oh, herrlich. Am liebsten könnte bei mir jeder Charakter so einen Hut tragen. Pro Spitzhutfront. Jawohl. Ah! Geh weg von mir! Aris, was soll ich tun? Die Wand abtasten, gegen die Wand schlagen, das Kreuz reingreifen. Sesam, öffne dich, ruf. Okay. Da wir in einem Let's Play auch ein bisschen Zeit sparen spielen müssen, das würde ich machen, wenn ich das jetzt auf Play spielen würde. Einfach so. Taste erstmal die Wand ab. Das ist eine grundlegend gute Idee. Es passiert nichts. Ja, super. Ich finde die Musik sehr geil. Jetzt kommt der geile Part. Dam, 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 dam. Ja, ja, schon gut. Ich weiß nur nicht, was ich unterm Kämpfen muss so sagen soll. Aris, was soll ich tun? Gegen die Wand schlagen, das Kreuz greifen. Greif mal das Kreuz. Au! Ich hab was gebissen! Mein Gott, du Mimose, stell dich mal nicht so an. Ich schlag dir meinen Freund, aber du regst dich darüber auf, dass dich was gebissen hat. Komm her, du Sau. Aha, du siehst mich nicht. Ich bin ein Chamäleon. Ich verschmelze perfekt mit meiner Umgebung und habe Sprachfehler. Aris, was soll ich tun? Schlag mal gegen die Wand. Es passiert nichts! Hinterhalt! Du hast keine Chance. Gib mir deinen Spitzhut und ich lasse dich leben. Ja, nein, verdammt. Aber meine Abwehr ist echt ganz schön geil. Ich verliere kaum HP. Aris, was soll ich tun? Ja. Nochmal in das Kreuz greifen. Irgendwann ist sie tot oder hat Schweinegrippe oder so. Ich fühle etwas. Was ist, was ist? Nein, verdammt, geh weg von mir. Du siehst mich nicht. Oh nein. Du kannst mich gar nicht sehen. Hier sind drei Hebel. Einer auf der linken, einer auf der rechten, einer auf der oberen Kreuzseite. Zudem habe ich eine Inschrift entdeckt. Forme das Kreuz zu deinem Wunsch. Die Richtung, in die du willst. Lass mich darüber nachdenken.
Okay. Also wir sollen ein Kreuz formen, aber mit dem Rest der Inschrift kann ich nichts anfangen. Verdammt, so viel zu, ich möchte mehr rätseln. Aber es ist doch mal ein abwechslungsreicher Kampf. Also jetzt zwar nicht vom Monster her, aber so vom Aufbau her. Die Inschrift lautet, forme das Kreuz nach deinem Wunsch, die Richtung, in die du willst. In welcher Reihenfolge soll ich die Hebel betätigen? Also wir wollen nach oben. Das heißt, oben sollte als letztes sein. Aber was davon? Rechts, links, um? Wie gesagt, ich kann mit der Inschrift nichts anfangen. Ich probiere einfach mal rechts, links, oben. Keine Ahnung. Es passiert nichts! Verdammt. Warte mal, Tev. Kurze Unterbrechung. Ich möchte erstmal eine schöne Portion Kartoffelpüree essen. Jetzt können wir weitermachen, wenn du willst. So viel Zeit muss sein. So eine 5-Minuten-Terrine. Kartoffelbrei mit Röstzwieblis. Verdammt. Verdammt. Du kannst mich nicht sehen. Ach ja, ich weiß, ich wiederhole das langsam, aber es macht mir so viel Spaß. Der Schrift lautet, forme das Kreuz zu deinem Wunsch, die Richtung, in die du willst. In welcher Reihenfolge soll ich die Hebel betätigen? Ich glaube, probieren wir mal das andere, wo oben zum Schluss ist. Es passiert nichts! Mein Gott. Okay, das heißt, oben muss also doch nicht nach zum Schluss sein. Aber ich dachte, weil wir oben ja da dann rauskommen, wenn da der Geheimgang ist. Also wenn er da ist, keine Ahnung, vielleicht kommt er irgendwo anders. Ach egal, probieren wir einfach rum. Es sind nur noch 2 Möglichkeiten da. Dum, dum, dum. Burn, motherfucker! Burn! Ja, ja, bla. Bla, bla. Vielleicht doch oben zuerst. Es passiert nichts! Okay, dann nur noch die letzte Möglichkeit. Gott. Verdammt! Stirb! Hahaha! Nein! Verdammt! Bla! Ja, bla bla bla! Links, oben, rechts. Keine Ahnung, wie man darauf kommen soll. Vielleicht komme auch nur ich nicht drauf. Der Geheimgang ist offen. Alles schnell! Vorher gebe ich mir noch eine mit. Einfach so, weil ich es kann. Friss das. Was willst du? Verdammt. Wow. What? Okay. Was zur Hölle war das? Und warum geht es jetzt nicht weiter? Warum ist alles schwarz? Leckt es oder gehört das so? Das merken wir dann. Wenn es asynchron ist, hat es geleckt. Der Gang scheint eingestürzt zu sein. Tev. Es tut mir leid, Aris. Ich werde diesen Schem finden und für alles, was er meinen Freunden angetan hat, bestrafen. Aber pure Rache bringt doch nichts, oder? Doch. Oh doch, meine Liebe. Oh doch. Wie auch immer. Ich warte nur noch, bis Iris sein Hemd zerreißt und grün anläuft. Aber ich stelle mir eine Frage. Woher kennt dich der Schemen? Ich weiß es nicht, Iris. Ehrlich. Nein, du bist auch ein Schemen. Ich werde dich hier und jetzt töten. Doch, ich habe Angst davor, es zu erfahren. Wir müssen dem König Bericht erstatten. Ja. Tev, wie konnte es nur so weit kommen? Nein, jetzt sind alle tot. Außer der eine, der andere da. So, das passt mir gerade ganz gut. Das Video ist jetzt nämlich vorbei. Es ist viel passiert, oh mein Gott. Ach so, ja, wenig KP, passt schon. Es ist viel passiert, mehr oder weniger. Keine Ahnung, also für mich ist viel passiert. Für 3 Videos sind wir jetzt echt weit gekommen in unserer Story, finde ich. Wir schauen dann weiter im nächsten Video. Ich freue mich schon richtig drauf. Es wird immer spannender.
Und ihr könnt euch auch drauf freuen, aber erstmal werdet ihr euch jetzt mit diesen drei Videos hier zufrieden geben und wir machen dann morgen weiter oder übermorgen oder wann ich lustig bin. Also immer, weil ich bin ja immer lustig. Nein, werde ich nicht. Also dann. Macht's gut, liebe Leute, wir sehen uns. Euer Nonsens RPG.